Eine weitere Dürre haben wir gerade erst sehr gut überstanden, muss ich sagen. Auch sonst läuft es nicht so schlecht in unserer Endzone Minental. Über 100 Einwohner, drei Wissenspunkte angehäuft und ja leider auch einiges an Obdachlosen, aber um die kümmere ich mich dann später. Heute soll es erstmal um den neuen Expeditionsposten gehen, denn wir können jetzt Expeditionen durchführen, müssen wir uns natürlich genauestens angucken, ist ja auch eine wichtige Sache hier in dem Spiel. Deswegen hoffe ich mal, dass ihr euch drauf freut und dass ihr schön dran bleibt und viel Spaß habt. Ja, die Expedition, damit fangen wir jetzt auch mal sofort an. Das ist doch sehr wichtig hier in dem Spiel. Endzone a World Apart, wer es nicht mitbekommen hat. Und ich bin übrigens der Vorbuddler vom Minenarbeit YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr noch nicht abgeschaltet habt. Bleibt mal schön dabei, es ist ein echt nettes Spiel, beschaulich natürlich. Auch heute wieder, ich denke mal, das dauert eine ganze Weile, denn ich habe jetzt schon mal eine Expedition testweise durchgeführt zu dieser alten Kirche. Naja, das hat doch eine ganze Weile gedauert. Vielleicht habe ich auch noch nicht alles wirklich verstanden. Es ist so ein bisschen kompliziert gemacht, finde ich, jetzt auf den ersten Blick. Aber lass uns mal tief durchatmen und einen Schritt nach dem anderen machen. Dieser Mähdrescher interessiert mich zum Beispiel. Das ist ein interessanter Ort. Kundschafter, gut, 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 gut. Dann öffnen wir von hier aus das Expeditionsfenster. So, und dann schicken wir erstmal den Kundschafter los. Ich habe zwei Kundschafter inzwischen. Warte auf freien Kundschafter. Okay. So, die Selina macht sich wohl hier irgendwie fertig. Da ist sie wohl auf dem Weg. Ich nehme mal an, sie holt sich so ein bisschen Equipment und geht dann los. Ich lasse es auch jetzt extra alles mal hier in der Originalgeschwindigkeit laufen, damit ihr da ein schönes Gespür für bekommt. Und wenn man es dann einmal, zweimal gesehen hat, ja, dann kann man ja dann auch wieder beschleunigen. Aber ich möchte auch immer gerne verstehen, wie so ein Spiel balanciert ist und wie es gemacht ist. Und ja, habe schon eine Expedition durchgeführt zum Testen. Und da war ich bei der großen Kirche. Deswegen jetzt mal nur der Mähdrescher, weil das ein kleines Objekt ist. Ich hoffe mal, das ist dann nicht ganz so umfangreich. Außerdem hoffe ich auf Saatgut, dass vielleicht bei so einem Mähdrescher irgendwie Saatgut zu finden ist. Wir haben hier so viele Felder, aber nur zwei Saaten. Irgendwie, was haben wir? Zucchini, weißt du, und dann auch so, gerade Zucchini, ne, kann man ja gar nichts mit anfangen, da wird doch kein Mensch satt von. Und Getreide. Und dann haben wir hier noch so ein Birnenfeld, viel mehr haben wir nicht. Deswegen hoffe ich da mal bei so landwirtschaftlichen Produkten auf irgendwelchen Rest, vielleicht sogar Hanf, das wäre ganz toll, das würde uns echt nach vorne bringen. So, was macht Selina jetzt eigentlich? Ja, mit Hanf kannst du nämlich Stoff machen. Ja, also zum Rauchen und auch für Kleidung. Beides. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Und das wäre super, ne? Weil dann könnten wir auch endlich mal hier genügend Schutzkleidung produzieren. Schaut mal, was uns da fehlt. Das ist echt eine ganze Menge. Erstaunlich, dass es den Leuten hier so gut geht. Liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass wir hier gerade wenig Radioaktivität in der Nähe haben. Seht ihr? Genau, hier ist gar keine Radioaktivität in der Nähe. Kann sich natürlich schnell ändern. Hatten wir auch schon schlechtere Zeiten. Ja, im Moment läuft es gut. Also die letzten zwei Folgen, da hatte ich so viel Stress zwischendurch. Da kamen noch Angriffe dazu und alles. Und Leute sind hier verhungert und keine Ahnung. Aber wir haben das doch wieder ganz gut hinbekommen. Was ist los? Was ist los? Obdachlose Siedler, ja, wissen wir alles. Wissen wir alles. So, was ist los hier mit der Selina? Ist die jetzt mal da oder was? Oh, da. Kommt schon zurück. Okay. Ein Mähdrescher. Gut, das haben wir auch vorher schon sehen können. Aber was sagt sie jetzt? Ist nichts Besonderes, Boss. Wenn wir einige von uns auf eine Expedition schicken, könnten wir allerdings die Materialien abbauen und zurück in die Siedlung transportieren. Das heißt, mehr finden wir jetzt nicht da. Gut, machen wir trotzdem natürlich, ja? Machen wir trotzdem. Dann stellen wir also praktisch diese Expedition zusammen und ihr seht schon, wie das läuft hier. Das ist jetzt alles recht einfach, denn hier können wir theoretisch alle Erwachsenen losschicken, selbst die betagten Erwachsenen und jungen, unerfahrenen Erwachsenen. Und da brauchen wir jetzt auch gar keine besonderen Sachen, Fähigkeiten. Das war nämlich bei der Kirche so, bei den größeren Objekten. Da brauchst du dann, was weiß ich, einen Klempner und einen Maurer und keine Ahnung wen. Und noch einen Arzt und jemand mit einer Spitzhacke. Und wenn die dann gerade noch gar nicht ausgebildet sind, ist das ziemlich schwierig. Warte mal, den nicht, das ist doch irgendwie ein Schneider, ne?
Die werden doch dann abgezogen aus unseren Gebäuden. Verstehe ich das richtig? Ich klicke jetzt einfach mal ein paar an, die so ein bisschen nach Handwerker aussehen. 4 Stück kommen. Expedition starten. Ist ja egal, ob es schief geht oder ob es richtig ist. Hauptsache, wir sehen hier mal was von der Welt. Das ist direkt noch ein interessanter Ort in der Nähe. Da ist noch ein Mähdrescher. Ja gut, jetzt noch einen brauchen wir nicht. Gucken wir erstmal, was bei dem ersten rauskommt, ne? So, und dann ist jetzt hier auch schon... Ah, die Erforscher versammeln sich. Das heißt also, die Leute, die ich jetzt hier so zusammengestellt habe, die gehen jetzt erstmal in den Expeditionsposten. Werden da, glaube ich, erstmal ausgestattet mit den nötigen Werkzeugen und Zeug und Schutzklamotten. Das heißt, diese Sachen müssen dann auch erstmal produziert werden und hier eingelagert werden. Hier seht zum Beispiel, was wir hier machen. Wir haben hier diese Expeditionsration. Das sind so praktisch... Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Da müssen wir immer genug mitgeben, damit das alles klappt. Also man muss da ganz schön überlegen, dass man das bloß nicht mal eben zu schnell macht und da so durchklickt. Sondern hatte ich jetzt doch mal etwas schneller geschaltet. Die haben sich jetzt in der Zwischenzeit ausgerüstet und begeben sich jetzt auf die Reise. Da, schaut mal. Da geht der Trupp los. Ich musste jetzt doch nicht noch irgendwas einstellen. Wir können hier noch den Anführer selektieren. Dann weiß man immer, wo die Expedition gerade ist. Denn das ist ja hier noch nah dran. Schaut mal. Ja, das ist auch relativ nah dran. Und wenn wir jetzt hier mal so gucken. Ja gut, hier gehen wir als nächstes hin. Da sind dann wieder ein paar interessante Orte. Ein bisschen, also interessantere Orte noch als der Mähdrescher. Was hier noch ein alter Bahnhof und so. Das scheint aber kein interessanter Ort zu sein. Ja, aber guck mal hier. Hier haben wir so eine riesen Fabrikanlage. Oder was ist das hier noch? Das ist ein altes Camp von Soldaten. Eine Kaserne. So, wir sind angekommen. Die machen sich auch sofort irgendwie an die Arbeit. Ziel erreicht. Fortfahren. Okay. Expeditionsinventar ist 0. Aber Ressourcen vor Ort haben wir doch einiges. Das bedeutet, das sollten wir hier mal dann darüber tun, oder was? Ah ja, okay, da kann man hier auf maximal oder nur 10er Schritte auswählen. Und kann ich mal gucken, ob ich hier vielleicht nochmal was zurücknehme. Weil Elektronik finde ich jetzt ziemlich gut. Schrott auch, komm, dann nehmen wir lieber ein bisschen weniger von dem normalen Schrott mit nach Hause. Und das fertige Metall und Elektronik, das ist da viel wertvoller. Das ist doch gut. Ressourcen vor Ort. So, und dann einpacken und zurückkehren. In Ordnung, Boss. Wir gehen jetzt zurück zur Siedlung. Wir können es kaum erwarten, unsere Familien wiederzusehen. So weit warte, so lange warte, nur wirklich nie weg, ne? Gute Heimreise wünsche ich euch. Ja, das ist ja gut. Das lief jetzt auch ganz gut, weil die jetzt nicht angefangen haben, hier erstmal stundenlang irgendwas abzubauen. Sie konnten einfach was einsammeln. Und das waren gute Sachen für uns jetzt in unserem derzeitigen Spiel. Ja, auf unserem Level. So Elektronik und Metall, das ist eine tolle Sache. Noch ein bisschen Schrott dazu. Dennoch reicht mir das natürlich nicht. Die Erkunder sollten in der Zwischenzeit ja im Grunde auch wieder bereit sein. Das heißt, ich gehe jetzt doch mal zu einem etwas interessanteren Objekt hier in dieser Stadt zum Beispiel. Was haben wir denn hier? Hier haben wir... was ist das? Eine alte Tankstelle. Ja, ich suche wirklich was mit... Gärtnerei oder sowas. Hier ist doch nur so ein Haus. Da finden wir vielleicht noch weitere Siedler, die sich uns anschließen. So, und das ist noch besser, wenn wir hier im Expeditionsfenster sind. Dann können wir hier nämlich so durchschalten und uns die einzelnen Orte so besser anschauen. Das ist zum Beispiel ein Gewächshaus, ne? Ist doch klar, oder? Das ist doch ein Gewächshaus. Wo ist denn das? Das ist gar nicht... Ja, das ist gar nicht so schlecht, sehe ich gerade. Das ist nicht so super weit. Hier ist unser Dorf und hier ist die Kirche, die ich schon mal erkundet habe. Dann gehen wir hier mal hin. Das ist doch super. Kundschafter schicken auf jeden Fall. Und so ein einfaches Gewächshaus, das kann ja nun auch nicht so eine komplizierte Sache sein. So, was meine ich jetzt mit kompliziert? Das seht ihr zum Beispiel hier bei dieser besagten Kirchenruine, wo ich schon mal war. Die habe ich eben nur zu 58% geschafft. Denn wenn man so ein größeres Objekt erreicht, dann ist da so eine kleine Quest, ja, so eine Aufgabe, Aufgabenstellung, die man bewältigen muss mit so kleinen Dialogen. Das sehen wir sicher auch gleich nochmal. Nur
Ja, es ist sehr aufwendig. Man muss die richtigen Handwerker dabei haben oder man muss sie überhaupt auch erstmal haben mit den richtigen Abzeichen und so weiter. Und wenn man die nicht hat, ja, kann das schon sehr frustrierend sein, hier lange, lange, lange zu erforschen und hinzulaufen und alles zu versuchen, das Beste zu geben. Und hinterher geht man doch mit leeren Händen nach Hause. Hm. Gucken wir mal. Ich hoffe mal, dass es jetzt in der Gärtnerei etwas besser läuft für uns. Ich warte hier zum Beispiel immer noch auf die freien Kundschafter. Wundere mich jetzt so ein bisschen, weil der ja schon längst wieder zu Hause sein müsste. Vielleicht stelle ich mal einfach auch noch ein paar ein. Wir haben ja noch ein paar Leute hier oben. Jetzt konzentrieren wir uns heute mal halt so ein bisschen auf diese Kundschafterei. Passiert nämlich wirklich. Jetzt kommt die Paola. Jetzt ist plötzlich eine da. Dabei hatten wir ja vorher auch schon zwei. Sehr schön. Dafür ist die erste Expedition jetzt wieder zu Hause. Hat das alles eingelagert. Das ist schön, ja. Und jetzt gehen die auch wieder einfach zurück zu ihrer normalen Arbeit. Ja, das ist ganz nett gemacht, ne? Also ganz schön, wenn auch sehr langwierig und etwas kompliziert zu durchschauen. Ja, weil man halt jede Expedition separat nochmal neu zusammenstellen muss. Hier werden jetzt die Waren abgeholt von unseren Trägern oder allen Leuten, die gerade nichts zu tun haben, ne? Die kommen dann eben, holen das Zeug und bringen das wahrscheinlich direkt in die Werkstätten, um es weiter zu verarbeiten. Was macht Paola? Paola lässt sich Zeit, trödelt so ein bisschen rum. Ah, sie ist wenigstens schon auf dem Weg. Ich dachte, sie ist jetzt erst auf dem Weg zum Expeditionsposten. So, und jetzt würdest du uns gleich sagen, dass wir hier oben ein Gewächshaus gefunden haben. Auch irgendwie ganz toll, das sehen wir auch so, ne? Ja, und das meine ich eben, das ist gut gemeint, dieses Prinzip hier in dem Spiel. Mir kommt so ein bisschen, ja, von hinten durch die Brust ins Auge, wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen zu viel des Guten vielleicht. Es müsste, glaube ich, nicht so kompliziert sein und so umfangreich. Es wirkt auf mich manchmal so ein bisschen wie Zeitschinderei. Jetzt bin ich sehr gespannt. Vielleicht irre ich mich ja auch. Es kommt was ganz Tolles jetzt. So, wir haben eine Gewächshausruine gefunden. Ja, ganz toll. Wir können jetzt dann praktisch eine Expedition zusammenstellen. So, jetzt muss ich nochmal ein bisschen hin und her klicken. Jetzt habe ich hier auch den richtigen Schalter Expedition aufstellen. Der war eben nämlich nicht da. Bisschen, na, buggy ist das ganze System offenbar auch. Und jetzt brauchen wir hier Leute mit diesem Siedlerabzeichen. Schrottabzeichen bräuchte ich eigentlich, richtig? Also Siedlerabzeichen, Schrottsammlerabzeichen. Ich sehe jetzt hier nur dieses Siedlerabzeichen. Und ich denke mal, das wird dann schon irgendwie richtig sein. Ja, das wird dann auch grün markiert. Okay, allerdings sollten wir vielleicht noch ein paar Leute dazu tun. Einfach so. Und die dann entsprechend hier auch nochmal mit diesen Kits hier in Expeditionsrationen ausstatten. Nehmen wir mal ruhig ein paar mehr als wir brauchen. So doppelt so viel. Wir haben ja genug Werkzeug, sollten die auch unbedingt mitnehmen. Und auch vielleicht ein bisschen Schutzkleidung. So, und das ist jetzt natürlich etwas, was die Sache noch ein bisschen aufwendiger macht. Denn diese Sachen, Werkzeuge und so, müssten jetzt auch erstmal zum Expeditionsposten gebracht werden. Ja, eine Anmerkung habe ich noch. Ich möchte das jetzt zwar nicht zerreißen. Grundsätzlich finde ich dieses System schon ziemlich cool. Ich finde es nur ein wenig, ja, zu sehr verknotet und verwurstelt. Es ist auch aus meiner Sicht so ein bisschen unlogisch, dass mir der Kundschafter dann irgendwie erstmal sagt, ja, wir haben hier eine Ruine gefunden, ja, obwohl ich ja vorher schon sehe, dass da eine Ruine ist, die ich ja selber anklicke und dann den Kundschafter hinschicke. Ja, es macht eher Sinn in so Spielen, die noch so einen Nebel des Grauens haben, ja, die wie bei den Siedlern früher, wo alles so ausgegraut ist und dann schickt man da irgendwo blindlings den Erkunder hin, weil man noch gar nicht weiß, ob es da was gibt. Ja, da macht das Sinn, der entdeckt dann irgendwas. Hier entdecke ich als Spieler ja praktisch schon, dass da was Schönes ist und muss aber dennoch erstmal den Erkunder hinschicken, der mir dann bestätigt, dass da was ist. Finde ich ein wenig einen Schritt zu viel, aber ich sag nichts dagegen. Hauptsache, die Erforscher versammeln sich nun schon wieder und machen sich dann auch bald auf den Weg und hoffentlich finden wir dann auch was richtig Schönes. So, die Expedition wird vorbereitet.
Das bedeutet, jetzt werden in diesem Schritt hier diese Sachen erst noch eingelagert. Das kann auch dauern. So, jetzt haben wir doch die ganzen Sachen zusammen. Jetzt rüsten sich die Forscher noch aus. Das ist der nächste Schritt. Ja, das geht, glaube ich, relativ schnell. Ich muss jetzt noch auf Metallwerkzeug warten. Aktivkohlefilter waren schneller da. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber da haben wir wohl schon ein paar eingelagert gehabt. Das ging ganz gut. Und jetzt ist auch die Expedition auf der Reise. Das hat zum Glück jetzt nicht allzu lange gedauert. Ja, und um meinen Punkt jetzt noch mal ein bisschen zu unterstreichen, ihr habt ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich ja doch eher ein langsamer Spieler bin. Ich stehe ja auf dieses langsame Spiel Stufe 1 und so, um mir alles schön angucken. Guck mir auch manchmal einfach gern die Animationen an und genieße das so ein bisschen. Das gehört für mich auch so dazu. Ich möchte gar nicht so unbedingt hier durchhasten. Ja, und selbst wenn ich sage, das geht ein wenig zu kompliziert, ein wenig zu um drei Ecken, etwas zu langsam, dieses ganze Expeditionsgedöne, dann muss da was dran sein. Dann muss da echt was dran sein, wenn mir das sogar schon etwas zu langsam geht. So ist ja okay, sobald sie jetzt mal auf dem Weg sind, okay, dann müssen sie einen langen Weg zurücklegen. Das verstehe ich. Man könnte ihnen vielleicht auf diesem ebenen Boden mal ein Fahrrad geben oder was, ein Mountainbike zusammenschrauben. Aber komm, ist schon okay. Vielleicht ist auch so gedacht wie jetzt. Jetzt lasse ich mal wirklich auf Stufe 3 laufen. Das mache ich natürlich, weil ich jetzt in meiner Stadt schon alles ganz gut auf die Reihe bekommen habe. Da läuft jetzt alles schön rund und ich glaube, vorher unternimmt man sowieso diese ganzen Expeditionen noch nicht. Ja, wenn die Stadt noch wirklich völlig brach liegt und alles am Verhungern ist, machst du auch noch keine Expeditionen. Da hast du noch andere Sachen zu tun. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe und da kann ich natürlich auch mal meine Stadt links liegen lassen, mich da nicht kümmern und mir das einfach mal anschauen, wie das hier läuft. Jetzt sind wir zum Beispiel angekommen. Cool, 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 cool. Und wir müssen jetzt, ich glaube, wir können hier drauf drücken oder hier auf Instruieren. Das ist ganz wichtig, dass man auch ein bisschen dabei bleibt, sonst verpasst man diesen Moment und wundert sich, dass da nichts kommt. Man muss also die Expedition praktisch auch die ganze Zeit so mitverfolgen. Und jetzt instruieren, das ist genau das, was ich euch vorhin mit der Kirche versucht habe zu erklären. Da startet jetzt also wir sind da, Boss. Ein kleiner Dialog. Zerbrochenes Glas hier und da, Schutt und ein altes Metallgerüst. Hat dieser Späher einen Witz gemacht und uns wegen dieses Müllhaufens hergeschickt? Dann machen wir uns an die Arbeit. Ja komm, nicht aufgeben, mach erstmal weiter. Ja, hört auf zu streiten und schaut euch das an. Da kommt dann leider kein Dialog mehr. Schauen wir mal. Alle möglichen zertrümmerten Töpfe, Pflanzenkübel und Eimer. Dieses Ding hat scheinbar auch ein Belüftungssystem, das jetzt rostig ist und auseinanderfällt. Also was soll's? Was soll ich sagen? Schrott. Okay, weitermachen. Fortfahren. Okay. Zusatzteile. Hier und da ist das Belüftungssystem. Diese Dinger kann man eben auch nochmal anklicken und den Leuten hier, den unserem Forschungstrupp, eine andere Route geben. Jetzt machen wir erstmal hier Zusatzteile. Wir werden versuchen, etwas von diesem Zeug mitzunehmen. Wollen ja nicht, dass alles umsonst war. Zumindest haben wir einen echten Handwerker bei uns. Seht ihr, das ist wichtig, dass wir einen echten Handwerker und der hat auch ein Werkzeug dabei. Fortfahren. Gut, eigentlich nicht bemerkenswert. Aber wir haben es trotzdem geschafft, etwas Schrott und Metall aus diesem Ort herauszuholen. Dann fahren wir mal fort. So, und dann haben wir diesen Zusatzteilepunkt abgehakt. Der andere jedenfalls, Belüftungssystem, ist noch nicht abgehakt. Ne? Und dann haben wir hier diese Dialoge, hier diese Option wurde bereits abgeschlossen. Finde ich etwas unglücklich formuliert. So, okay. Hört auf zu streiten, schaut euch das an. Müssen wir also nochmal hier draufklicken. Dann kommen wir wieder hier in diesen Dialog. Fortfahren, das kann ich ja jetzt schon mal drücken hier. Alles Schrott. So, und jetzt gehen wir wieder dahin. Und jetzt, glaube ich, kann ich mal hier das Belüftungssystem auswählen. Es handelt sich um eine Art verfallenes Belüftungssystem. Sieht aus, könnte man einige Teile daraus gebrauchen. Zumindest haben wir einen echten Handwerker bei uns. Ist nochmal leider dasselbe wie gerade. Ich hoffe leider, weil ich ja immer auf Saatgut hoffe, gehen das. Deswegen bin ich doch hier hingegangen. Ah, etwas Metall, alte Plastikteile. Ist alles.
Speer ist ein Idiot. Okay. Ich meine, so, das ist witzig gemacht. Ne? Das finde ich schon ganz schön. Auch wenn hier leider die Vertonung irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Ich finde, da hätte man doch mal noch ein bisschen was tun können. Mal abgesehen von so einem Wahnsinnsfund, diese Plastikwelt mit einigen kleinen Reagenzgläsern und Flaschen gefüllt. Da sind irgendwelche Tabletten drin. Okay, im Gewächshaus sind Tabletten. Kein Plan, was mit Tabletten auf sich hat, aber die kleinen Gläschen könnten sehr praktisch sein. Das ist auf jeden Fall ein Forschungsutensil. Super! So, und dann sind wir hier abgeschlossen. Alles, beides ist abgehakt. Nochmal gucken. Dritte Option gab es nicht. Kann auch 3 oder 4 Optionen geben. So, und dann haben wir 100% erforscht. Super. Dann können wir auch jetzt einpacken und zurückkehren. Und dann sind wir wieder hier, wo wir dann sagen können, komm, das nehmen wir alles mit. Expeditionsration haben wir gar nicht ausgegeben. Und da waren doch noch irgendwelche Sachen dabei. Das ist, glaube ich, noch... Ach, das bezog sich, glaube ich, auf die Forschungsutensilien. Das ist ja nur ein virtueller Wert. Okay, einpacken und zurückkehren. Ja, Moment, da haben wir immer noch... Ach so, muss ich erstmal auf Max schalten hier. So, komm, alles mitnehmen. Alles, ich will alles haben. Super, das ist doch gut. Endlich, wir hatten schon genug von diesen Rationen. Die wurden nach einer Weile echt ungenießbar. Na gut. Prima. Boah, damit haben wir auch die neue Stufe erreicht, die Forschungsstufe. Das ist ja richtig cool. Das ist ja genau das, was ich wollte. Schauen direkt rein und wir können die stabile Hütte erforschen. Hurra, das mache ich sofort. Das mache ich sofort. Forschung starten. So. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Dann können wir nämlich auch, wie geplant, die Hütten hier erstmal vergrößern und haben dann auch weniger Obdachlose. Ist jetzt schon etwas weniger, weil ich hier noch so eine weitere Zuflucht gebaut habe. Habt ihr gar nicht gemerkt, oder? Haha, habe ich nämlich nichts von gesagt. Nee, und mit den Expeditionsgeschichten hier muss ich mich einfach noch ein bisschen auseinandersetzen. Vielleicht fehlt mir da auch einfach noch so das richtige Gespür, ne? Ich werde das auf jeden Fall jetzt noch machen bis zur nächsten Folge, dass wir ein paar Sachen erforschen. Und schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein und lasst mich nicht allein hier in der Endzone Minental. Ich hoffe, ihr hattet heute euren Spaß. Ich hatte den auf jeden Fall. Dann sage ich mal, bleibt sauber. Habt noch viel Spaß mit allem, was ihr so tut. Und lasst euch auch vor nichts und niemandem Angst einjagen.